Dennis schmeißt jetzt erstmal die Kohle rein. Entschuldigung. Ich hätte mich eben bald übergeben. Sieht so ein bisschen aus wie eine Ausstellung bei Megamarkt. Kinoerlebnis auf dieser 4:3 Leinwand. Schön ist das alles nicht. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen kleinen Lost Place Abenteuer. Ich stehe hier irgendwo nirgendwo. Hetero und Gays steht drauf. Ich glaube, das Video ist vielleicht sogar ab 18. Wir sind. Ich weiß nicht. Ich habe schon gesehen, es gibt Pärchen im Porno-Kino. Jeden Samstag. Scheiße. Wir sind in einem Porno-Kino inklusive Sexshop. Ja. Ich würde sagen, es geht los. Zwischen 11 und 22 Uhr. Gut, ne? Die dürfen umsonst rein. Das ist Legendary. Mitgenommen. Okay, ja, links, rechts, geradeaus, oben, unten. Ach du Scheiße. Abklatschen. Das ist wieder so ein Ort, wo man Angst hat, wird anzufassen. Ne? Das hat so ein bisschen Moviepark-Feeling hier. Entweder ist das der Ausgang von einem Fahrgeschäft oder der Eingang. Ja, davor ist gleich die unendliche Geschichte. Ja, der Fuchu sitzt da, aber nackt, in Hautfarben. Boah, hier brummt es. Wie in einem Umspannwerk. Boah, was ist? Guck mal. Weißt du, was Sache ist? Es riecht hier so ein bisschen nach Arsch. Es sind aber die DVD-Player, ne? Riecht ein bisschen nach Arsch. Krass. Nee, ich darf hier keinen Titel zeigen. Da geht nicht. Nee, das ist so eine Latex-Weiß. Die dürfen wir zeigen, Achtung. 15 ja. Euro, aber da auf dem Preisschild steht schon wieder der Name. Das ist ja auch egal. Wahnsinn, ey. Guck dir das mal an hier. Das ist schon urig, ne? Aber guck mal, alles mit Kontrollleuchten hier am Start, ne? Oder können die auch noch was? Kannst du da drauf drücken? Das darfst du nicht zeigen. Da oben sind aber schon die Kabel abgeknipst, sehe ich. Von den ganzen Fernseher oder was ist das? Nee, pass auf, ich zeige euch jetzt mal was. Um das jetzt nochmal nachzuvollziehen, ist das jetzt ein Sexkino. Ein reines Sexkino. Das ist kein Sex-Shop, sondern es ist ein Sexkino. Nur Kino, ja. Da heißt, du bist hier reingegangen mit der Absicht, weil du ziemlich horny warst. Es wirkt so ein bisschen wie wirklich so ein uriges altes Fahrgeschäft. Ja, guck mal hier. Mit Röhrenmonitor. Inside of the Dingens hier. Boah, ist das widerlich. Mit Klopapierhalter. Geht das da? Ach, ey, da ist ein Röhrenfernseher. Ja, klar. Dennis schmeißt da jetzt erstmal die Kohle rein. Dann geht er los. Wo kommt da Geld her? Das ist durchgefallen. Ist er durchgefallen? Ja, das was ist jetzt so ein Coin-Zeug? Ach du Scheiße. Oder mach mal C. So, jetzt gucke ich mir jetzt. Was ist denn die? C. Ich frage mich, woher der Dennis weiß, wie das funktioniert. Entschuldigung. Mach mal die Tür zu, ob das auch geräuschgedämmt ist. Jetzt nicht ganz. Alter, wieso setzt du dich auf den Stuhl? Da liegt schon ein Taschentuch in der Ecke. Das heißt, okay, guck mal, die Kabine ist auch rot. Das heißt, jetzt hier steppt der Bär. Wir müssen mal einen anderen Film daran schmeißen. Ein anderer Film, ey. Ist das gruselig. Das heißt, hier sitzen die Perversesten der Perversesten. Ja, hier ist ja direkt hier ein Klopapierhalter noch. Warte mal, dieses Feeling. Weißt du, wer da sitzt? Richtige Wichser. Mach doch mal ein bisschen lauter. Was ist mit den... Oh. Hat der ausgemacht. Dann bist du kurz vorm Kommen und dann passiert das. Ende. Genau das. Ärgerlich, ne? Guck dir mal den Monitor da drunter an. Ich frag mich. Boah. Voll gewichst ohne Ende. Voll, ey. Ist das widerlich. Boah. Guck mal. Guck dir das mal an, Alter. Boah, das ist eklig. Also Leute. Dennis, hast du das nicht gesehen? Das ist voll gewichst. Guck dir das nochmal an hier. Guck mal hier unten. Scheiße. Hast du das noch nicht gesehen oder was? Jetzt natürlich für mich die Frage, du hast 2 Euro hier reingeschmissen, wie lange hast du die Möglichkeit, dir dann einen runterzuholen? Wie lange konntest du dir einen runterholen in 2 Minuten? Für 2 Euro? Keine Ahnung, da oben ist die Zeit, die da abläuft. Die blinkt bei 1 Minute. Das war schon. Hier, dann schmeiß ich nochmal einen rein. Dann geht das doch nicht weiter. Nein, ja, dann geht das nicht mehr. Guck mal, guck dir bitte die Wand an. Der Dennis ist aber möglich, dass er das alles so anpackt. Ne? Die nehmen wir auf 15 an hier. WD Elements, okay, jetzt nochmal einen durch. Dann geht die Glotze wieder an, oder? Da müssen wir nochmal gucken, ob wir die dicken Dinger finden. Es ist absolut ekelig. Und das ist auch kein schönes Feeling. Da frage ich mich ernsthaft, wieso Leute in so ein Kino gehen. Und die Wand hier zuwichsen. Das ist das ekeligste, was ich je gesehen habe in meinem Leben. Unglaublich ekelig. Wirkt aber auf jeden Fall in SD mit 720 Bildzahlen, native Auflösung, ist das sensationell. Könnte eine Frau sein, könnte aber auch ein Mann sein. Man weiß. Man könnte auch meinen, das ist PlayStation 1. Ja. Das ist eine Zeit, die ist... Wie lange war das Ding auf? Das ist ja unglaublich, 2016 hast du den... Nee, ich guck mir nochmal den Technikraum an. Ist da was Spannendes? Geiler. Wo ist der Himmel? Da unten liegt er. Nee, echt? Doch. Fernseher eingelassen in dem Ding einfach. Total urig, komplett offen. Dann pack doch mal hinten einfach an und wir schmeißen die Sicherung rein. Auf gar keinen. Okay, ich gehe weiter.
Technikraum sind wir gerade kurz drauf eingegangen, Werbung ohne Ende. Unterschiedliche DVD-Players, höchstwahrscheinlich waren die irgendwann mal irgendwo im Angebot und man hat immer weiter abgedatet. Gesteuert über eine Pimmelmatic, würde ich sagen. Keine Ahnung, mit einer blauen, die sieht halt heiß aus, ne? Diese zwei LEDs da drin. Keine Ahnung, was das kann. Es sieht aber cool aus, das ganze System. Stromversorgung unten haben wir, dann haben wir in der Mitte irgendwie, was, keine Ahnung, was ist es? Flo, was kann das? Was jetzt? Ein Switch, ein Videoswitch. Der war schon über Netzwerk, glaube ich. Ich finde diese blauen Dinger finde ich geil. Das sind die einzelnen Wix-Kabinen. Sieht so ein bisschen aus wie eine Ausstellung bei Mediamarkt. Ist sogar noch der Ding drauf oben. Müsste jetzt nur noch ein Preis draufstehen. Ach komm, so ein DVD-Player sieht eigentlich ganz geil aus von so. Ja, aber was willst du damit? Keine, brauchst du nicht mehr, aber sieht gut aus, sieht wichtig aus. Ich hab ein Mikrofon mit, sollen wir reinsprechen? Nee, nimm den noch mal in den Mund, komm, 10 €. Oh, ich darf nichts zeigen, Leute, es ist alles voll mit Penissen und Vaginas. Mit quasi Pflaumen und Gurken, ja. So ein bisschen Werkzeug, um dann die Monitore da frei zu kratzen. Da liegt auch ein schöner Schaber drin, das macht alles Sinn. Da ist ein Lötkolben drin, ein Messer, ein paar DVDs und der urigste Elro Monitor mit einem VHS Monitor. Ein Monitorplayer, eine Kombination. VHS ist ja unfassbar. Super, super, super urig. Was glaub, sind hier für Leute reingegangen, Alter? Das ist ja boah. Der Herr Schneider, der in der Mittagspause sich mal eben einen callen wollte. Das ist so. Zwischen den Terminen oder was? Zwischen den Terminen. Boah. Was riecht hier so nach? Brauchst du eine Sicherung? Sicherung. Anders. Da ruft die 15 an, da ist die Wix-Kabine rausgefallen. Ah, oh, okay. Was haben wir jetzt? Wir haben noch was anderes, ne? Ja, ja, geiles hier. Ich weiß, ich habe schon eine Karte 11 Euro. Also ich war auch mal günstiger, ne? 7 Euro inklusive. Wer geht denn den ganzen Tag ins Porno-Kino? Du wickst dich kaputt. Guck dir mal dieses was geht jetzt? High-End-Kino an hier. Dieses Kinoerlebnis auf dieser 4:3 Leinwand ist. Aber das ist ein Riesensaal, ne? Ja, aber kriegt das Licht nur leider nicht so hell. Doch, es geht. Guck mal hier, wenn du da fertig bist mit Wichsen. Dann ist hier Partnerwichsen angesagt, kannst, oder? Kannst du direkt hier hinpissen, aber hier liegen auch noch die ganzen Gummis rum, ne? Nein. Ja, ekel. Nein. Das ist nicht schön. Ah, nee, du bist hier hintergegangen und hast dich dann totgewichst. Das kann natürlich auch sein, so anonym. Nee, du saßt vorne wahrscheinlich. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass du hier mit so einer Gruppe saßt. Und nee, hast ich glaube, du hast den direkt hier rausgeholt. Meinst du? Hm, ja. Aber 4:3. Hör mal, ist da noch ein Röhrenbeamer hier oben? Oder ist das schon mal ein LCD-mäßiger? Sieht relativ modern aus ja, für die Epoche. Das ist nicht so. Der hat sogar HDMI. Aber komm, ey, das ist echt riesig, der Saal. Ja. Der ist schon gar nicht schlecht. Was ist da? Kasper-Theater. Wir müssen hier oben irgendwie auf die Galerie kommen. Galerie-Exclusive. Das ist ja urig, ey. Guck dir doch mal an, wie Farben. Wie super eklig und schittig das ist. Oh. Kino 2. Hier gibt es noch ein Kino. Hier steht Kino 2. Was ist da? Noch ein Kino. Ach. Auch 4:3. Boah, mit Magnatboxen an der Wand. Super. Von Konrad? Von Konrad? Oh, ist das eklig. Ich krieg Gänsehaut alles. Ich geh kaputt hier. Was ist es? Ja, HDMI hat er auf jeden Fall. Ja, dann ist das schon was Besseres, ne? Nix. Da steht da noch nicht mal ein Hersteller drauf. Deswegen ist das nicht so gut. Weiter, weggewichst. Geht hier noch, Kino 2 inzwischen. Ja, da ist Kino 3. Ich frage mich halt die ganze Zeit, was diese Verläufe auf dem Boden sind hier. War das dann hier Rudelwichsen oder was? Der Beamer steht auf 8:30 auf jeden Fall. Oh. Ein Kassettenrekorder. Nein. Klar, nee, ein Stereo-Rekorder. Ja, so ein Kassettendeck ist das. So ein ja, das ist wahrscheinlich für Vorprogramm. Für Vorprogramm, mit nur schon mal zum Stöhnen. Super, das geil. Das gab ja auch einen Hauptfilm oder was. Ja, aber was sind denn jetzt für Kabinen hier? So, dann hast du, guck dir mal die Wände an. Das heißt, du bist dann hier reingegangen, hast du dann, jeder konnte dann so ein bisschen anonymer wichsen und immer auf den Monitor gucken? Ich glaube, die hast du aneinander rumgespielt und dann so. Komm, zieh den Handschuh aus und knibbel das ab mit dem Finger. Und leck mal dran. Mach mal, stimmt komm. Nicht. Komm. Oh mein Gott, ey, Mann oder Glas Milch? So. Kinokasse. Hallo, ich bin nämlich gerade jetzt kaputt gewichst. Jetzt sind wir draußen oder? Nee, gute Marmortische. Super. Ja, da stand jetzt hier einer, der hat dann die Herrschaften begrüßt, hat gesagt, hallo, Sie Wichser. Das ist der oh, ich kann ihn heute anbieten, verfickte Hausfrauen oder Fick-Inferno. Ja, das ist doch richtig Kinoprogramm, ne? Das ist sensationell. Schön ist das alles nicht. Die Kaserne. Telefon. Was hast du noch entdeckt? Der hier, der Gustav hat auch was in der Hand, ne? Hier so ein Anal. Zack. Die ist legendary. Die ist eine original part from... I don't know. Boah, guck hier vorne an. Das ist normal, ich denke mal, das wird irgendwie so ein Reiniger gewesen sein. Nee. Nicht? Geht weiter. Die geht weiter. Wo geht's hier noch hin?
Scheiße, ey. Weggeweht. Das ist immer schlimmer. Guten Abend. Ach, sind wir Backstage? Ja, klar. Und, ja, da haben wir Wixbänke. War das mal ein richtiges Kino? Boah. Ist das scheiße? Was hast du denn dazu? Ist schon alles sehr strange, ja. Eklig, ist, ich hätte mich eben bald übergeben, also war fast so was. Oh, eine richtig schöne Wohnung und einen fetten, geilen Bosch-Kühlschrank. Gut, ist halt, ist ja auf Retro gemacht, oder ist ja Retro? Oh, okay. Geil. Wollte dein Geschenk schon mal geben. Was? Frohe Weihnachten. Die sah aus der Tüte. Ja. Ja, von mir auch noch eine Kleinigkeit. Das ist sehr, sehr, sehr freundlich. Was mache ich damit? Aber komm, eine schöne große Wohnung, ne? Muss man mal sagen. Dennis. Keine Ahnung, ich hab Cola. Fällt mir gerade auf. Jetzt kriegst du Hunger? Ich lese Lollis, ich hab Hunger auf Lollis. Bockwurst mit Pulsschlag. Ich werde nie wieder irgendwas essen. Also, wir haben hier irgendwelche Anliegerwohnungen, keine Ahnung warum. Hier sind die ganzen DVDs zwischengelagert. Ich weiß es nicht, ich bin da noch nicht mit drin, was die ganze Geschichte hier soll. Das ist halt verrückt irgendwie. Das ist verrückt. Das ist, jetzt wird's echt langsam ekliger. Der hat einen super Verteilerschrank. Der sieht aber ein bisschen sehr groß aus für eine normale Wohnungsverteilung. Ich. Zieh mal den Hebel. Ach, was ist denn schon alles? Weiß ich nicht. Daneben sind doch Schütze. Motorschutz? Ja, nee, die Sicherung ist auch drauf. Batterie, Notfall, Spannungsversorgung hier. Notfall. Das Auto, Betrieb aus, Laden. Achtung, 23 Uhr bitte Aufladen stellen. Ja, es wird urig. Also, dass die Leute jemals gewohnt haben, wage ich langsam zu bezweifeln. Da ist der Batterieraum. Das ist relativ modern. Relativ groß dafür, ne? Na gut, ist halt auch nochmal extra abgeschottet. Ist was Modernes. Ist jetzt nicht alt, ne? 2008. Okay. Ja, geht's auch, ne? Alles okay. Aber guck mal, die Dings da, die Hutschine hat sogar Finger Contact draufstehen. Boah. 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 Ah, weggewichst. Eiskalt weggewichst. Der Flo hat noch einen kleinen Geheimgang gefunden. Das Dusche hier oder was? Einmal durch die Kurve. Also wenn das schon 16 hier außer Betrieb war, ne? Dann hätte das aber auch noch besser aussehen sollen hier drin. Was stöhnst du so beim Laufen? Jetzt very eklig hier. Ein bisschen, oder? Ne? Ach du Scheiße. Was ist es? Aber riecht aber gut hier. Bis zur Flasche. Ja, ey, der geht aber da raus hier. Der geht nach oben. Und dann geht wieder runter. Die uralten Reklame. Scheiße, ich werd wahnsinnig. Ja, das ist mal urig, ey. Wahnsinn. Das ist cool. Hier stehen noch mal so ein paar private Gegenstände. Ich habe keine Ahnung, dass die Besitzer von dem ganzen Areal hier waren. Oder ob das mal. Das Ding hat doch keiner auf dem Schirm hier, oder? Die Bullen sind da lang gefahren. Ist hier irgendwo eine Polizeiwache in der Nähe? Nein, okay, ich hab schon gedacht. Was ist jetzt hier los? Was? Pass auf, hinter dir. Oh. Soll ich die eingießen in Epoxidharz? Okay, Leute. Super, super ekelig, wirklich. Es ist wirklich eklig. Das ist so eklig. Ich krieg so Gänsehaut, wenn ich da nur dran denk, dass die dann mit den vollgelullerten Fingern hier durch die Gegend rennen und nur die Wände antatschen. Das ist halt einfach super eklig. Also ich meine, klar, ich habe mir sicherlich auch schon mal die Kokosnüsse von der Palme geredet, aber dann... Hast du? Dann renne ich doch nicht den ganzen Tag durch die Bude und fange mal an, irgendwelche Sachen zu mixen oder erstmal, was weiß ich, Playstation zu spielen. Jetzt der Aschenbecher. Scheiße, ey. Hä? Der Aschenbecher ist zugeknallt. Willkommen im 4:3 Kino. Du riechst aber auch, dass hier gequalmt wurde, ne? Wie nix. Richtig. Also so eine richtig widerliche Atmosphäre, ne? Findest du? Das geht so. Was ist es? Das ist widerlich. Was ist widerlich? Alles. Widerlich ist die Frage widerlich. Für mich, deine Körperstellung zeigt, dass dir entweder kalt ist oder du dich ekelst? Beides. Beides? Seitdem das hier dazu ist, findet der Flo das nicht mehr schön. Vorher war schöner, ne? Ja, vorher war schöner. Setz dich rein. Nee. Setz dich mal in so eine Kamera. Nee, dann muss ich mich übergeben. Nein. Nein. Aber ja, ich sag mal, das Ding kostet nur 11 Euro den ganzen Tag.
Ja, der Eintritt hier rein. Und dann musst du nochmal extra. Ach, ist das so? So. Dann, dann kannst du nämlich da in die Kino. Erstmal geil machen und die Titel zeigen und dann sagen, jetzt schmeiß mal den Fuffi da rein. Du zahlst 11 Euro, damit du hier ins Kino gehen kannst und wenn du ein bisschen privat spielst, gehst du hier rein. Ich geh weg. Das ist mir zu viel, Leute. Mach was anderes. Tatsächlich als Video. Ich weiß nicht, ob ich das so veröffentlichen kann oder nicht. Ob es jetzt intern bleibt oder ob ihr quasi im Pay-TV euch die Geschichte anschaut. Aber es war auf jeden Fall spektakulär. Ich würde sagen, an dieser Stelle, boah, ist das eklig, ich verlasse euch. Ihr könnt gerne ein kleines Like da lassen. Ihr könnt gerne bei den Leuten vorbeigehen, die unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Oder genau, ein Abo hier oben abgeben. Und auf der anderen Seite könnt ihr Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Soll ein paar Filme verlinken von Amazon? Oh,